So, nach mehreren Wochen offline bin ich nun endlich wieder da. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich das Ganze vermisst habe. Allerdings hat es einfach ewig gedauert, bis ich meinen neuen Rechner endlich zusammengebaut habe. Wie ihr hinter mir seht, er leuchtet sehr, sehr schön hinter mir. Um Gottes Willen. Aber zu allem Überfluss, dass die Teile alle ewig gebraucht haben, bis sie endlich da waren, bin ich auch noch erkrankt. Das heißt, das Video kommt erst jetzt und nicht schon vor 2 Wochen. Aber egal, es geht darum. Mein neuer Rechner ist endlich fertig. Ich möchte ihn euch im Detail vorstellen und vor allem endlich eine Frage klären. Denn wie ihr wisst, das hier ist ein Tech-Kanal. Das bedeutet, ich teste auch sehr vieles und dafür brauche ich selbstverständlich extreme Power. Also, was habe ich mir denn nun im Endeffekt gekauft und bin ich jetzt Team Blau oder doch Team Rot? Und diese Frage gilt es endlich zu beantworten. Das bin ich euch schuldig, nachdem ich euch seit drei Monaten schon antease, was ich mir denn nun endlich zulegen werde. Nach 13 Jahren Loyalität bin ich bei... Ja, alles viel zu episch hier. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum denn eigentlich AMD? Intels Raptor Lake ist doch schneller. Ja, das mag vielleicht sein, aber Intel Raptor Lakes Performance ist, wie man überall online nachsehen kann, irgendwo im einstelligen Bereich zwischen 3% und 5% über alle Spektren, also Gaming und Workflows, schneller als AMD. Das hat aber verschiedene Gründe. Und zwar ist Intels 13900K tatsächlich um 100 MHz schneller getaktet als 7950X von AMD. Zweitens hat AMD ein paar Probleme mit XMP, also dem Extreme Memory Profile. Wie ihr alle wisst, man kauft sich ein neues RAM-Kit, stellt dann XMP ein und plötzlich funktioniert nichts mehr. AMD hat zurzeit tatsächlich noch Probleme mit diesen Extreme Memory Profiles von höher getakteten RAM-Kits, und zwar fast alle über 6200 MHz. All diese Probleme habe ich jedoch mit der Entscheidung, was für Teile, also was für andere Teile ich für den Rechner kaufe, jedoch ein bisschen umgangen. Und zwar, erstens habe ich mir eine AIO, wie ihr gesehen habt, von AlphaCool gekauft, und zwar eine 420er AIO. Das Teil ist so stark, dass es eben selbst mit dem Hitzkopf 7950X problemlos zurechtkommt, wie man sieht. Ich teste das gerade, dieses Video rendere ich immer zwischendurch, um zu sehen, ob ich eh nicht irgendwelche Probleme mit Hitze bekommen werde. Überhaupt nicht. Die Teile, alle Kerne rennen hier
mit höchster Frequenz. Das ist einfach unfassbar. Und weiteres, bis AMD ein Rollout für Motherboard BIOS macht, dass AMD-Systeme eben mit höher getakteten Memory-Kits zurechtkommen als nur mit 6200er, habe ich mich zurzeit für ein exakt 6200 MHz schnelles DDR5-Kit entschieden. Aber ein ganz spezielles, und zwar das Corsair Dominator Platinum Kit, das High-End Hynix Speicherbausteine verwendet. Was bedeutet das? Diese Speicherbausteine lassen sich problemlos ohne XMP einfach weiter übertakten. Gib online zu genüge Testberichte über diese RAM, die lassen sich ohne Probleme auf 6600 MHz übertakten, und zwar ohne, dass man großartig irgendwas an der Spannung verstellt. Somit habe ich diesen Vorteil, den Intel hat, einfach umgangen. Ein paar kluge Köpfe von euch da draußen werden sich denken, ja, hättest dir Intel gekauft, dann hättest du all diese Probleme nicht. Dann könntest eine Luftkühlung reinschmeißen, ein stärkeres Memory Kit bestellen und einfach nativ laufen lassen über XMP oder wie auch immer. Habt ihr auch recht, allerdings, und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich im Endeffekt für AM5 statt Sokol 1700 von Intel entschieden habe, und zwar die Langlebigkeit. Raptor Lake wird nur noch einmal neu aufgelegt, und das nächstes Jahr. Es kommt im Frühjahr, wir wissen es, mit Jänner kommt Intel i9-13900KS, der von Haus aus mit 6 GHz laufen wird, und dann kommt Ende des Jahres oder Anfang 2024, je nachdem, nur noch ein Raptor Lake Refresh. Und das wird kaum schneller sein, vielleicht im niedrigen zweistelligen Bereich, besser performen als das, was Intel aktuell am Markt hat. Das bedeutet, dass Sokol 1700 eigentlich schon fast sein End of Life erreicht hat. Der AM5 Sokol hingegen ist komplett frisch. Und es gibt jetzt schon übrigens Rumors, dass im Frühjahr von meiner CPU, also dem 7950X, eine X3D-Variante, das bedeutet mit dem erweiterten V-Cache, von AMD rauskommt, was halt alles, was Intel im Augenblick hat, selbst den i9-13900K, mit großer Wahrscheinlichkeit in Grund und Boden stampfen wird. Des Weiteren, und wir wissen es alle, leben AMD-Sockel einfach viel, viel länger. AM5 wurde versprochen, dass er mindestens bis 2025, ich gehe sogar von 2026 aus, unterstützt wird und ich da jedes Jahr neue und immer bessere und stärkere Prozessoren für dieses System bekommen werde, sodass ein Aufrüsten meines Systems in den nächsten 4 bis 5 Jahren komplett irrelevant sein wird. Das bedeutet, ich kann mein DDR5-System, so wie es jetzt da drin ist, behalten, und zwar bis DDR6 auf den Markt kommt. Ich möchte kurz noch zu einer Problembehandlung kommen, und zwar Probleme, die ich persönlich mit diesem System hatte beim Zusammenbauen, damit ihr nicht dieselben Probleme wie ich bekommt. Und zwar die Kühlung. Oh mein Gott, war das ein Krampf, dieses System zusammenzubauen. Ihr werdet es kaum glauben. Ihr wisst, ich habe mir diesen Tower extra geholt, also den Thermaltake der Tower 900 geholt, weil ich da einfach alles im Hintergrund abschließen kann und dann einen schönen Clean-Bild hinbekomme und ich leichter zu allen Teilen komme. Ich habe eine wunderschöne große Front, die ich aufmachen kann. Einfach, falls es irgendwann mal dazu kommen sollte, Teile einfach nach vorne raus, neue Teile rein, anschließen. Fertig! So leicht geht das mit diesem Tower. Ich bin wirklich mega zufrieden. Allerdings, wegen seiner Größe hatte ich ein paar Probleme. Und zwar die Schläuche der AIO-Kühlungen, und zwar, ich glaube, sämtliche AIO-Kühlungen, scheißegal, was ihr euch kauft, werden einfach viel zu kurz sein, um sie da anständig durchschleusen zu können. Das Video hat sich also hier nochmal um eine Woche verzögert, weil ich einfach 2 Meter Schläuche bestellen musste und dann noch die richtigen Anschlüsse, um meine AIO im Endeffekt doch wieder in eine Custom-Wasserkühlung zu verwandeln. Sieht trotzdem toll aus, hat dann auch des Weiteren problemlos funktioniert. Zweites Problem. Ich habe hier, ich zeig's euch, ein Netzteil hatte ich noch rumliegen, und zwar von Thermaltake. Das bedeutet, Thermaltake bringt sehr gute Netzteile raus, so wie dieses hier 850 Watt. Jetzt kommt aber das Beste an der ganzen Geschichte. Dieses 850 Watt Netzteil, das ist 850 Watt, ich will es nochmal wiederholen, hat keine 2 CPU-Power-Konnektoren. Warum? Ich meine, ich hatte das rumliegen, ich musste es nicht extra kaufen, deshalb tut es mir jetzt auch nicht leid. Ich werde dieses Netzteil einfach für einen anderen Bild verwenden. Aber nur mal, wenn Thermaltake solche riesige Tower rausbringt, dann werden die wohl auch irgendwo im Hinterkopf gehabt haben, dass man da vielleicht größere Motherboards reinstellt, wie zum Beispiel schon mein i9-9980 Extreme Edition.
Diese Motherboards, also von Intels HDD-Plattform, brauchten schon zwei 8-Pin-Power-Konnektoren fürs Motherboard und für die CPU. Hat's aber nicht. Und das ist ein 850 Watt Netzteil. Also musste ich mir auch noch ein neues Netzteil bestellen. Ich habe gleich ein bisschen einen Overkill gemacht. Und zwar habe ich mir ein ChiefTech Polaris gekauft. Übrigens, lasst euch nicht blenden. Es gibt auch noch natürlich Netzteile, die 500 Euro kosten. Ist völlig umsonst. Es gibt aber, das hier ist ein 1050 Watt Netzteil und hat mich knapp 150 Euro gekostet. Und zwar ein ChiefTech Polaris, ist jetzt keine solche Marke wie Asus, wo man halt sehr viel Markennamen zahlt. Funktioniert aber genauso gut, ist 80 plus Gold zertifiziert. Wie man hier sieht, voll modular und besitzt zwei CPU 8-Pin Power Konnektoren. Wie ihr seht, das System läuft einfach herrlich mit diesen Teilen. Alles zu installieren war also ein bisschen fummelig, muss ich wirklich dazu sagen. Und das hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Alles in allem bin ich aber mega zufrieden. AM5 hatten am Anfang auch Probleme mit Windows und mit gewissen Spielen, dass die überhaupt liefen. Es ist alles, gehört alles der Vergangenheit an. Ich habe hier alles starten können auf dem System. Ich zocke zurzeit übrigens Warzone 2 und Warhammer 40k Darktide übrigens. Und ihr werdet nicht glauben, mit diesem System, mit dem neuen Prozessor, mit was für einer Grafikkarte man diese Games zocken kann. Ich habe aktuell einfach nur zum Test eine 89 Ti, also eine 7 Jahre alte Grafikkarte im Systemrennen. Und die Games laufen mit 1440p, mittlere bis hohe Settings. Bin absolut begeistert. Also das ist übrigens das Einzige, das noch fehlt, denn das ist jetzt nicht nur mein neuer Rendering-Rechner, sondern selbstverständlich auch meine neue GPU-Testbench. Das Einzige, das jetzt also fehlt und warum das Teil mehr als 3000 Euro gekostet hat, fragt ihr euch. Ich habe euch jetzt also alle Teile vorgestellt. Motherboard, RAM, CPU, Kühlung und Netzteil. Doch das Wichtigste für eine GPU-Testbench fehlt ja noch. And don't forget, join the Legion.